Die Krone des Erzgebirges. So nennt man das Jagdschloss Augustusburg. Das Schloss wurde vom sächsischen Kurfürst August um 1570 auf dem Schellenberg am Nordrand des Erzgebirges errichtet. Schloss Augustusburg, auch bekannt als Bikerschloss, thront mit Europas bekanntem Motorradmuseum, dem Museum für Vogelkunde, einer Falknerei und viel Schlossgeschichte auf 516 Meter über dem Meeresspiegel. Schon viel hat das 400 Jahre alte Schloss gesehen, so manche Fete, so manche Jagd, doch das ist dem Schloss neu. Jede Woche pilgern tausende Menschen zum Schloss, um dabei zu sein, um ein Teil der aus China kommenden, in Europa einzigartigen Ausstellung zu werden. Du bist die Kunst. Als ich die Ausstellung in China, in Hangzhou, gesehen habe, dann habe ich sofort festgestellt, das wäre ein Erlebnis für die Menschen in Deutschland. Denn bei dieser Ausstellung, Du bist die Kunst, ist alles anders. Hier wird der Betrachter selbst zum Künstler. Mit meinem Schatzi da und mit meinem Papa. Genau. Ja, das ist was ganz anderes. Dieses 3D ist also ganz fantastisch. Es ist halt mit einfachen Mitteln, was für einen Effekt man erzielen kann. Ne, durch die Bilder. Das ist ja genau das, was das ausmacht, dass man sich da in das Bild einbringt. Genau. Genau. Ja. Also die Ausstellung gefällt uns richtig gut. Auch die Bilder, die ich schon zuvor gesehen habe, haben mich sehr inspiriert. Und es ist halt was anderes, also nicht so eine normale Ausstellung, wie wenn man nur sich so Bilder anschaut, sondern das ist erstens was Modernes und man ist halt wirklich live dabei. Das mit der nackigen Haut und vorne, die wegrennt. Ich finde es halt so schön, dass man halt selber in den Bildern drin ist, quasi, dass man quasi viel Erinnerung mitnehmen kann davon. Mir gefällt Pinocchio am besten. Wir empfehlen die Ausstellung weiter. 2D-Bilder wirken durch ihre Zeichnung dreidimensional. Der Gast ist ein Teil der Kunst, da er aktiv im Bild mitwirken kann. So etwas gab es in Europa noch nicht. Ein lebendiges Museum. Chinesische und koreanische Künstler haben diese Bilder gemalt. Die Ausstellung kommt exklusiv direkt aus China. 24 Motive in 14 Räumen laden die Besucher zu einer Fotosession der besonderen Art ein. In Du bist die Kunst ist alles anderes. Normalerweise stehen Besucher vor den Gemälden und betrachten die Schönheit der Malerei. Bei uns in Schloss Augustusburg kann man die Bilder anfassen, man kann die Bilder betreten und vor allen Dingen man muss fotografieren. Das Fotografieren ist ausdrücklich erwünscht. Es gehen 2.500 Besucher täglich in die Ausstellung. Alle profitieren davon, die Leistungsträger, die Hotels, Pensionen. Also selbst bei uns hat sich das positiv bemerkbar gemacht. Gerade in den Ferien ist ein großer Zulauf zusätzlich gewesen und der Ansturm war kaum zu schaffen. Auf jeden Fall, das ließ sich langsam an. Aber dann, wo die Ferien waren, die Sommerferien waren, war schon sehr guter Betrieb. Und dann in den Herbstferien hat es hier richtig geboomt. 24 Motive warten darauf, von Ihnen entdeckt und fotografiert zu werden. Also, vergessen Sie Ihren Fotoapparat nicht, um die 3D-gemalten Illusionen für Ihre Liebsten festzuhalten. Informationen unter Telefon 037 291 38 00. Du bist die Kunst.